Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um meine Rezension zu Dreams of Yesterday von LH Cosplay und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. In Dreams of Yesterday geht es um Dylan und um Evelyn. Die beiden wachsen in einem armen Viertel von Dublin auf und sind von Gewalt und von Mobbing umgeben. Evelyn ist ein unglaublich positiver Mensch, die nur in allem das Gute sieht und richtig lebensfroh ist und ja, immer ein Lächeln auf den Lippen hat und ja, sie liebt Blumen und Pflanzen über alles. Und Dylan ist das komplette Gegenteil von Evelyn. Er ist ein Schwarzseher, er sieht in allem nur das Schlechte und vor allem in der Gegend, in der die beiden aufwachsen und möchte unbedingt da rauskommen und ja, ein besseres Leben führen. Evelyn möchte eigentlich immer dort bleiben. Sie möchte bei ihrer Familie bleiben, diese unterstützen und ja, hat überhaupt nicht den Drang wegzugehen. Sie möchte einfach dort bleiben und ja, war auch immer glücklich mit dieser Entscheidung, bis Dylan kam. Dieses Buch ist einfach nur wunderbar. Es geht total viel um Selbstverwirklichung, seine Träume zu leben, irgendwo sich ein besseres Leben aufzubauen und einen Ort zu finden, an dem man sich sicher und auch zu Hause fühlt. Ja, das Buch greift bestimmte Themen auf, die extrem heftig sind, aber leider auch sehr realitätsnah in solchen armen Vierteln. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil und bin total gespannt, wie es mit den beiden weitergeht, ob Dylan es schafft, seine Träume zu verwirklichen und ob Evelyn herausfindet, was sie wirklich in ihrem Leben möchte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Buch gefallen hat und ob ihr es noch lesen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns gerne bei meinem nächsten Video. Ciao!